Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute geht es um die. Und zwar sind das meine Boxbandagen. Und zwar sind die von Ben Lee. Und 2,50 Meter lang. Und das reicht komplett für Kinderhände aus. Aber für Erwachsenenhände würde ich die dann länger empfehlen. Genau, ich bin mit denen zufrieden. Und warum ich die habe, erkläre ich euch. Und zwar habe ich mir diese Boxbandagen von Ben Lee gekauft, da es wichtig ist, dass man erstmal die Gelenke schont, weil in diesen kleinen Knöchelchen sind Kapseln und denn wenn man irgendwie mal irgendwie mit dem Boxhandschuh, nur mit dem Boxhandschuh drin boxt oder sowas, dann kann es auch mal sein, dass diese kleinen Kapselchen kaputt gehen und das tut dann mal weh oder kann im schlimmsten Falle sogar anschwellen und dann hat man Schmerzen davon. Und deswegen würde ich euch einmal die Boxbandagen hier von Ben Lee empfehlen. Erstmal bei den Knöcheln schützen und es gibt noch einen zweiten Grund und zwar ist der, wenn ihr Boxhandschuhe habt, dann ist es ganz wichtig, dass ihr halt auch so welche habt, da sie auch den Schweiß aufziehen. Und wie vielleicht jeder weiß, dass wenn ihr in Boxhandschuhen schwitzt, dann geht das sozusagen, zieht das da rein in die Boxhandschuhe, dann stinken die sehr, sehr doll. Und die sind einfach komplett nass und man muss sie dann so lange auslüften, bis sie halt wirklich trocken sind. Genau. Wir haben uns einen Spray gekauft, kann ich euch mal einblenden. Das ist so gegen diesen starken Geruch und sowas. Aber dennoch sind die einfach gut. Natürlich gibt es auch diese Überziehhandschuhe für unter den Boxhandschuhen, die du da halt unterziehen kannst. Aber die schützen halt nicht wirklich deine Knöchel, sondern die sind einfach nur dafür da, dass sie einfach nur den Schweiß aufziehen. Und die Boxbandagen machen halt beides, dass sie halt Schweiß aufziehen und dann einfach, genau, auch die Knöchel schützen. Und wenn ihr mal richtig schwitzt an den Händen und die völlig nass sind, könnt ihr sie auch ganz leicht einfach in die Waschmaschine packen. Genau. So ihr Lieben, erstmal müsst ihr natürlich, also ich roll die jetzt eigentlich immer ein, damit halt keine Falten oder sowas entstehen. Und dann rollt ihr es einfach so auf. Bei Ben Lee finde ich ganz toll, weil hier sieht man sozusagen die Nähte. Und erstmal wickelt ihr das so auf euren Daumen und die Nähte müssen sozusagen verdeckt sein, so. Dann wickelt ihr einmal so um die Hand herum. Dann geht ihr auf der linken Seite von eurem kleinen Finger rein und bei der rechten wieder raus. Und dann wieder einmal rum, dann wieder von Ringfinger, linke Seite, rechte Seite raus und immer wieder mal die Faust machen, damit es nicht zu eng wird oder so. Wieder einmal rumbinden, von Mittelfinger einmal linke Seite rein, rechte Seite raus, so, dass ihr ungefähr so ein Kreuzmuster irgendwie habt, wenn man das jetzt so in der Kamera sehen kann, dann wieder rum. Also es ist dann auch wirklich dasselbe eigentlich. Wieder beim Zeigefinger links, rein, rechts, raus. Und wieder rum. Und beim Daumen natürlich wieder, genau, links, rein, rechts, raus. Und dann könnt ihr die restliche Bandage einfach mal rumwickeln. Und dann habt ihr eine perfekte Bandage gewickelt. So sieht es von innen aus. Und so sieht es mal von da aus. Und dann ist es immer so V, also so ein kleines Zickzack-Muster.
Ich werde euch jetzt nochmal eine andere Art zeigen, wie ihr die auch noch wickeln könnt. Und zwar habe ich ja hier einmal noch eine zweite Bandage. So. Und wie eben kommen wieder die Nähte nach innen. Und jetzt könnt ihr erstmal ein bisschen hier rumwickeln. Und dann fangt ihr zum Beispiel hier auch mal an, so um euer Handgelenk zu wickeln. So. Und dann wieder hier ums Handgelenk und mal wieder hier. Und dann wieder übers Handgelenk. So. Und mal wieder hier hin. Diese Variante kann ich euch empfehlen, wenn ihr kürzer trainiert. So, vielleicht nochmal. Ne, dann muss ich hier rum. Und dann könnt ihr die so schließen. Ja, also ich finde, die Variante ist besser, weil das auch hochrutschen kann und so. Aber so könnt ihr es auch wickeln. Genau, so sieht das jetzt von der anderen Seite aus. Das ist natürlich leichter, aber für längeres Training sind die Variante einfach viel, viel besser. Genau, aber die geht auch dann erstmal. Und beides schützt hier die Knöchel. Und der Daumen ist dann ja eh sozusagen hier und du schlägst eigentlich mit den beiden Knöcheln in dem Sinne so. Und deswegen, genau. Also ich finde sozusagen eigentlich die Variante besser. Es dauert zwar viel länger, sie zu binden, ist auch komplizierter, aber wenn ihr es einmal könnt, dann schafft ihr es auch eigentlich immer wieder. Und die Variante, naja, ist einfach leichter, aber schützt natürlich auch nicht so gut, weil es halt einfach runterrutschen kann und dann sind wieder eure Knöchelchen da frei. Genau, also probiert doch gerne mal beide Varianten aus. Und ja, ich würde schon sagen, das war's mit meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da, abonniert gerne meinen Kanal, aktiviert die Glocke, damit ihr kein weiteres Video mehr von mir verpasst. Und ich würde sagen, tschüss!